Und herzlich willkommen bei Krieg der Sterne. Die alte Republik heißt es auf Deutsch. Star Wars Tame Olive Bibliothek, Papa, wie scheiße Kackbummfresse. So, diesmal spiele ich jetzt alleine, nämlich die Sith Imperium. Ich möchte euch mal die andere Seite zeigen. Ist alles wunderbar. So, diesmal kein Jedi. Dann nehme ich mal... Ja, den Kopfgeldjäger könnte ich mal nehmen. Dann nehme ich mal den Kopfgeldjäger, den habe ich schon bereits. Gut. So, dann gehen wir mal weiter. Dann nehme ich mal die Rasse der Menschheit. So. Dann gehen wir weiter. So, natürlich männlich. Kopfgeldjäger haben ihre eigenen Regeln. Ja, genau. So, das bleibt. Das möchte ich alles mal auf mal stellen. Die Charakterauswahl ist wieder sehr... Naja. Ein Chinese will ich ja nicht haben, ne? Ein ganz normaler. Ja, so ungefähr. So Hitman-mäßig gemacht. Narben will ich keiner haben. Nee. Komm. So. So, der kriegt richtig Augenbraune. Ja, sieht schon klasse aus. So, dann geht's weiter mit den Augen. Was kriegt der von Augen? Ja, so richtig so vampirmäßig. Geht auch ein Bart. Ja, mal erstmal die Haare machen. Tätowierung. Besser keinen Bart machen. So, Tätowierung. Ja, gucke ich mal richtig durch. So, das sieht ja gut aus. So, nehmen wir den Bart. Passt ihm keine Tätowierung. Barten das mal aus hier. Das mit Haare. So, jetzt kommt die Haare dran, ja. Dann wollen wir mal gucken, welche Haare zu der Tätowierung passen. Das passt eher zur Tätowierung. Die Haare nehme ich. So, richtig punky. Natürlich gibt meine Charakterhaarauswahl richtig schwarz. So, das ist eher so dunkelbraun. Weiß. Schwarz will man sein, ne? Ja, so schwarz. So, Augenbrauen. Tja, Name. Knochenbrecher kann ich ihn kaum ja nennen, ne? Deswegen ist aus einem LP, dann nehme ich ihn LP Totenstein. TTS. So. Dann wollen wir Let's Go machen. Ja, Mahlzeit. Ja, ich werde nämlich alle 2 Stunden mal die Aufnahme stocken. Ja, das Together möchte ich euch auch mal sagen. Es tut mir herzlich, herzlich leid über das Together. Weil. Boah, Mann. Boah. Es war mal eine vor langer Zeit. Das gucken wir jetzt nicht an. Verboten. Ja. Dass du, Gelber, ja, das Video ist das scheiße. Ich habe über 5 Stunden, also ich habe, also immer 4, also 5 Stunden aufgenommen, ne? Und ich habe nämlich gesehen bei Magix, also Video Magix habe ich gesehen, dieses Programm kann über 2 Stunden gerade mal rendern. Und ich habe den Rest nicht mehr drauf gekriegt, deswegen habe ich das nochmal neu mit Flaps aufgenommen und deswegen sind die Videos alle so scheiße geworden. Und diesmal, dass nicht mehr passt, ist gut zu wissen. Fehler machen wir alle und wir lernen ja daraus, Fehler zu machen. So, jetzt gucken wir unseren schönen Sequenz an, was da passiert. Ja, dann weiß ich auch nicht. So. Also der Kopfgeldjäger. Da kommen wir mit dem Schiff wieder angeflogen. Ich habe wieder 10 Frames wieder pro Sekunde. Ey, es fängt ja wieder toll an. So.
Es sind 97 Leute noch auf Futter. So, da komme ich schon angeschlichen. So, so ganz langsam los, ne? Also 16 Frames. Dramatische Musik. Und einer schreibt schon wieder hier: Kakerlaken, Bumbofresser. Ja, hier ist der Wenius. Naja, sieht schon klasse aus, ne? Ja, diesmal ist das ja ein Fernkämpfer. Das ist ja das Schönste dran. Ja, fliegt schon wieder einer aus der Kneipe raus. So, oh, diese Flames, die Missionen an der Zeige hier da sind. Wir sind fast fertig. Sieh zu, ob du das Sicherheitsnetzwerk aktivieren kannst, Marco. Verstanden, Braden. Wir werden. Hallo? Und was für ein Hallo? Die Hauptattraktion ist hier. Leute, das ist der Mann, auf den wir all unsere Hoffnungen setzen. Der beste Schütze, den ich kenne. Und Nerven aus Stahl. Er ist wie gemacht für die große Jagd. Was sagt ihr? Bereit, euer Team zu treffen? Ja, irgend so ein Dialog müssen wir jetzt mal auswählen. So, es ist... Ich nehme mal... Zwei. Mein Team. Das gefällt mir. Gewöhnt euch daran. Um die große Jagd zu gewinnen, braucht ihr Unterstützung, Struktur und Informationen. Gehen wir die Sache ganz offiziell an. Das hier ist Marco, ein kleines Genie, das ich vor Jahren auf Nar Shaddaa aufgelesen habe. Ihre Spezialgebiete sind Aufklärung und Technik. Ich hoffe, ihr seid so gut, wie der alte Mann sagt. Und der große Brocken da ist Jory. Er kümmert sich um die Schwerarbeit und den Schutz unserer Operationsbasis. Atuni ma chechu. I kutzi nankihe. Hallo. Schön, euch beide zu treffen. Gehen wir an die Arbeit. Genug der Vorstellungen. Kommen wir zum Geschäft. Wir sind hier, weil die große Jagd losgeht. Die kleine Marco kennt sich in der Jägergeschichte aus wie kein anderer diesseits von Geonosis. Und sogar sie weiß nicht genau, was die große Jagd alles beinhaltet. Aber ich kenne die Namen von allen Gewinnern der großen Jagd. Der Blutwürdige, der Verfinsterer, Jula Nachtbringer. Jeder Kopfgeldjäger, der eine große Jagd gewonnen hat, erlangte unglaublichen Ruhm und Reichtum. Darum sind wir hier. Was machen wir zuerst? Bis jetzt weiß ich nur das. Es gibt bei der großen Jagd zwei Gruppen. Die mandalorianische Elite und die freien Kopfgeldjäger, die von einflussreichen Verbrecherbossen unterstützt werden. Einen Mandalorianer können wir aus euch nicht mehr machen. Ihr braucht also einen Schirmherren. Nemro der Hutte kontrolliert diese stinkende kleine Stadt. Der Schurke schuldet mir noch etwas. Ich könnte euch also vorstellen. Marco, scanne alle Kopfgeldjägerziele in der Umgebung. Ich will den übelsten, brutalsten und gefährlichsten Abschaum, den du finden kannst. Bin dabei, Braden. Ein übler Schurke. Kommt sofort. Wir müssen zumindest die Leute hier in der Umgebung davon überzeugen, dass ihr einen großen Namen als Kopfgeldjäger habt. Dann kontaktieren wir Nemro. Marco wird Gerüchte über eure außerplanetarischen Aktivitäten streuen. Aber ihr müsst auch hier einen beeindruckenden Fang machen, um diesen Ruf zu bestätigen. Gibt es auch etwas, das die Kleine nicht kann? Sie kann nicht so gut mit Waffen umgehen wie ihr. Wozu bräuchten wir euch sonst? Hab was. Seht euch das an. Vex, Corellianer. Unglaublich schnell im Abzug. Gesucht wegen Überfällen auf 15 Sollstationen des Imperiums. Togawata Kiko Uba Kiriwata Buki Donko. Perfekt. Dieser Vex ist entweder verrückt oder süchtig nach Ruhm. Und gefährlich ist er offensichtlich auch. Hier steht, dass Vex einen Unterschlupf im Gossenviertel hat. Mitten im Chaos. Das wird lustig. Ein Feind von Nemro dem Hutten hat einen Teil der Stadt übernommen. Es ist gefährlich, dort herumzustöbern. Aber ihr habt keine andere Möglichkeit. Überfallt den Unterschlupf von Vex und findet etwas, das auf seinen Aufenthaltsort hinweist. Seid für alles bereit. Ihr entschuldigt mich, aber ich muss einen Unterschlupf ausheben. Seid vorsichtig da draußen. Ja. Was hat das jetzt hier? Schon die ersten XP eingesammelt? Wofür denn eigentlich? Ich werde das Spiel, so bald wie möglich, ja. Ich werde das Spiel jetzt komplett durchspielen und auf Level 50 kommen. Aber es wird ein langer Weg bis dahin, deswegen erstmal auf Level 20 kommen.
Man weiß ja nicht, was hier los ist. Und wenn ich sage, jeden Dialog hören wir uns an, hören wir uns den Dialog an. So, hier sind schon die nächsten. Ich höre zu, fürs Erste. Donkey Kong. Das kann ich wohl tun. Naja, muss ich wenigstens nicht auf Feuerswat als Waden hier, ne? So, der nächste. Willkommen auf Huta. Ihr seht ziemlich zäh aus, aber lasst mich euch einen guten Rat geben. Passt auf euch auf, lernt, wie man sich mit den Mächtigen gut stellt. Und verschwindet so schnell ihr könnt. Ich habe nicht vor, länger als nötig zu bleiben. Das ist auch weise so. Hoffen wir mal, dass ihr noch laufen könnt, wenn es Zeit ist zu gehen. Da draußen tobt gerade ein Bandenkrieg. Wenn ihr auf Huta überleben wollt, müsst ihr die Regeln lernen. Ich kann euch Erfahrung mit den Huttenbanden bieten. Euch helfen, euch einen Namen zu machen. Wenn ihr mir helft. Na, das klingt ja endlich mal interessant. Dies ist eine Stadt des Verbrechens. Ein gieriger und grausamer Hutte namens Nemru kontrolliert sie. Als würde es andere Hutten geben. Ich habe für Nemros Bande gearbeitet. Ein brutales, blutiges Leben. Darum bin ich weg. Aber jetzt ist mein kleiner Bruder in meine Fußstapfen getreten. Der Anführer von Nemros Straßenbande, Rex Gier, ist ein alter Kumpel von mir. Ich dachte, er könnte mir helfen, meinen Bruder herauszuschlagen, aber wegen der ganzen Kämpfe komme ich nicht an Rex ran. Zeigt mir einfach die Richtung. Ich werde Ihnen den geschäftlichen Ausgang meines Blasters zeigen. Ich hoffe, ihr irrt euch nicht. Nemros Leute haben sich in Jiguna verschanzt, aber ihr müsst euch durch Fatras Schläger kämpfen, also seid vorsichtig. Jo, ich bin vorsichtig. So, da haben wir auch ein paar Quests angenommen und da gehen wir auch jetzt mal dran. Erstmal installieren hier die Scheiße. So, wir gehen jetzt mal weiter raus und dann gucken wir, es wird auch richtig Flame-Anbrüche. So, ich nehme mal diese Funktion, die besser ist. So, da haben wir Heilung. So. Haben wir schon mal gleich. So. Weil das immer so gut ist, ich kann nämlich da hinten stehen und ich kann jeden einzelnen gleich abklein. So. So, dann machen wir den auch mal privat. So, dann haben wir ein paar Erfahrungen reingesammelt. Ich hebe nämlich alles auf, was nicht nie so nagelfest ist. Was ist denn? Ah, jetzt werden wir einfach mal angegriffen, ja. So. So, der ist auch Geschichte. So, dann müssen wir mal hier. 6 Stück von den Haufen müssen wir abknallen. Ne? Dann wollen wir mal gucken, hier noch welche weiter rum sind. Ja, so nimmt man das jetzt hier. Gut. Es ist gerade schwer am Kämpfen hier, aber wir kommen schon klar. Ich gehe doch mal hier rum. Das sind schon wieder welche, ne? So. So, gleich angreifen. Wenn sie gleich mir. So. Welche Geschichte hier? Gut, den ersten Quest haben wir erfüllt. Jetzt sind wir schon Stufenaufstieg. Naja. So, wir gehen jetzt mal weiter zu dem Drex hier. Mal gucken, was der zu sagen hat.